Deutschland in den weißen Trikots von rechts. Kader bei Olympia ist ja sowieso klein. Exakt. Jule Brandt auf dem Weg in den 16er. Brandt bekommt ihn nicht in die Mitte. Zwei sind mitgelaufen. Unter anderem Lea Schüller, Clara Bühl ist auch mit dabei gewesen. Erste Klärungsaktion der Österreicherinnen. Reuter. Schönes Zusammenspiel. Wienreuter vorbei. Geschoben. Oh. Und der erste Abschluss für die Österreicherinnen. Bei der Geschichte von Henshaw gar nicht so, aber ich finde, der flache Ball in die Mitte, der war stark. Almuth darf aber eigentlich auch nicht sein, dass sie da so durchgehen kann. Es war ein toller Doppelpass auf der rechten Seite. So einfach kann man sich auf einer Seite durchspielen. Und der Ball in die Mitte muss rausgespielt. Schulze-Solano mit der Flanke und dann muss Zinsberger hin. Aber Julia Quinn! Schon in der Entstehung. Eine richtig gute Szene über die linke. Die Ecke wird das Spiel entscheiden. Schönes Hinterlaufen. Jule Brandt dieses Mal über links. Und Achtung, es wird gefährlich. Das Tor! Den hätte Lea Schüller schon reinmachen können und dann fällt da Clara Bühl vor die Füße und dann ist sie dann auch eiskalt. Also sie kann nicht nur häkeln, sondern sie kann auch Tore machen. Eine Frau mit vielen Qualitäten. Viertes Tor in dieser EM-Qualifikation. Also man muss sowieso festhalten, bei den Spielen, die geworden sind, so ein paar Spielerinnen, die immer wieder treffen. Ja, stark nachgesetzt. Wieder von Clara Bühl. So, und in der Mitte ist unter anderem Lea Schüller mitgelaufen. Ah, kleines Missverständnis. Oh, da hat Laura Freigang nicht. Im Herbst über eine extra Playoff-Runde die Chance wahren, auf die Europameisterschaft in der Schweiz im kommenden Jahr. Und das wird langsam so ein bisschen zu einem kleinen Modell. Ne? Horst Rubesch in Erwartung der nächsten Ecke. Wieder eine neue Variante, diesmal flach. Bühl. Nächster Eckball. Ja, auch gut. Höbingen. Stark geklärt von Janina Minge, die auch eine richtig gute Saison hinter sich hat. Dauer. Nächste Schussmöglichkeit, Clara Bühl. Perfekt. Jule Brandt ist unterwegs. Jule Brandt immer noch. Dann Clara Bühl und da hinten ist Lea Schüller. Ball noch weitergegeben von Laura Freigang. Und ich wollte es gerade sagen, wobei das hier dann auch eine Abseitsposition gewesen wäre. Hätte Lea Schüller jetzt ja, wieder sehr souverän. Sehr souverän. Klasse. Jule Brandt. Aus meiner Torhüter-Sicht. Jetzt laufen auch noch mal alle.
Also das ist Jule Brandt und Kathi Händelchen. Hat einmal kurz das Feuer entzündet für Jule Brandt. Und die macht das dann mit Ball am Fuß. Sowas von. 39. Spielminute. Das 2:0 für super die deutsche Abschluss in die lange Ecke. Torschützin mit der 22. Jule. Und vorher halt ein klasse Laufweg von ihr. Damit haben wir einen neuen Spielstand hier in Hannover. Deutschland. Und es ist wieder Österreich. Gerade die Österreicherinnen finden sich gleich wieder zusammen, um sich da einmal zu besprechen. Und ja, Horst Rubesch, dem geht's gut. Alexandra Popp natürlich auch. Marina Hegering. Die verletzten Stammspielerinnen freuen sich mit. So. Den Eckball, den sehen wir jetzt nicht mehr. Mit einem 2:0 geht es in die Pause für die deutsche Mannschaft gegen Österreich. Und wir nutzen die Pause zum Durchatmen. Ja, Horst Rubesch, er fühlt sich wohl in Hannover. Die Jacke, die hat er mittlerweile auch ausgezogen. Ganz entspannt. Und wir gehen ganz entspannt in die zweite Hälfte. Chance aus der Distanz. Elisa Senz mit einem ersten Hallo. Nach ihrer Einwechslung. Elisa sind jetzt zwischen den Ketten orientiert. Das war, würde ich sagen, schon vorher eher eine Zehnerposition. Und das ist jetzt eine richtig gute Schussposition für Lea Schüller. Eigentlich eine, aus der sie normalerweise mehr machen würde. Ja, also ich hätte auch gedacht, dass er zumindest aufs Tor kommt. Also gut eingesetzt hier von Elisa Senz auf Clara Bühl und dann auch toller Laufweg. Von Lea Schüller an der Abseitslinie entlang nicht ins Abseits rein und steht sie frei vor Zinsberger. Und ja, vielleicht ist sie einfach so überrascht, dass sie nicht mal Gegnerdruck hat, dass sie den ja, guck mal hier, nicht trifft. So säbelt sie ein bisschen dran vorbei, leider. Also der Bühl leicht verzögert. Schüller, Latte! Schöne Variante. Mega, oder? Damit haben sie wirklich alle ein bisschen verwirrt, dass Clara Bühl da ohne Anlauf aus dem Fußgelenk den er noch reinschippt und Lea Schüller hat ein super Timing und leider kriegt sie den aufspringenden Ball nicht perfekt gedrückt, nur an die Latte, aber also top, so wieder den frühen Gegentreffer gegeben. Aber seitdem wirklich haben die deutschen Spielerinnen das gut im Griff defensiv. Und auch da wieder eine starke Balleroberung. Stark von Senz, Schüller! Elisa Senz ist hier seit 7 Minuten auf dem Platz und hat mich hier schon komplett weggeflasht. Holt sich auch den Ball hier wieder in der Entstehung ein. Das macht sie richtig stark mit der Aggressivität und dass sie dann in der Situation, sie können ja selber abschließen, noch das Auge hat für Schüller, zeigt, was für eine Übersichtsspielerin sie ist. Also auch ihre Klasse hat sie sehr oft in der Saison unter Beweis gestellt. Sie kann aus der Ferne schießen. Sie ist auch, glaube ich, auf dieser Zehnerposition sehr gut aufgehoben, weil sie in Offensiv. Und bei Ann-Kathrin Berger, du hast es gesagt, kommt jeder Ball mit Übersicht. Dieses Mal für Clara Bühl. Zinsberger hat die Nachschusschance. Und nochmal Bühl. Und jetzt aber eben doch nicht. Und wieder eingeleitet das Ganze hinten raus von Ann-Kathrin Berger. Und zwar so clever, können wir hier mal genau sehen, dass der eine Kopfball in die Tiefe, in die Spitze ausreicht, dass Clara Bühl dieses Laufduell hier aufnehmen kann. Aber es ist auch die Art und Weise der Verlängerung. Also dadurch, dass Lea Schüller dem Ball entgegengeht, nimmt sie auch ihre Abwehrspielerin, die Innenverteidigerin mit. Und das schafft den Raum überhaupt für Clara Bühl, um da reinzulaufen. Das hat mal ein bisschen geholfen, die Österreicherin. Bauer Dunst. Verteilt. Burcella. Die Kugel ist noch heiß. Jetzt wird Hendrich getroffen, aber die Partie läuft weiter. Und der Schuss aus der Distanz von Annabel Schasching. Mal ein Lebenszeichen von Österreich. Ja, wenn ich deinen Aufzeichnungen vertrauen darf, und ich habe
verstehe mich nicht falsch, volles Vertrauen in dich haben wir da seit... Die jetzt gerade zur Stelle ist bei diesem Angriff der Österreicherinnen. Wieder ein Ball für Ann-Kathrin Berger. Kriegt da gleich Unterstützung von Sjoke Nüsken, aber Feuersinger kommt durch und das ist ganz wichtig, dass da noch ein Fuß dazwischen ist. Und jetzt aber die Möglichkeit, außer Distanz mal abzuziehen. Ja, den trifft Wenger aber nicht richtig. Aber ist so gut zurechtgesetzt. So, der kommt gut. Und der war drin, würde ich sagen. Aber keine Reaktion von der Schiedsrichterin. Partie läuft weiter. Schulze-Solano in die Füße der Österreicherinnen. Und deswegen gibt es jetzt hier im Nachgang die Buhrufe im weiten Rund des Stadions. Wenn da gleich in einem ruhigen Moment noch mal drauf schauen, der Ball dann hinter der Linie war. Degen. Kein Problem. Clara Bühl kann es jetzt machen. Und die Fans in Hannover heben ab und Clara Bühl sowieso. Riesenspiel. Torschützin mit der Nummer 19, Clara. Also unfassbar. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das später nochmal aufnehmen im Nachgespräch oder so. Ja, Irene Fuhrmann, gebrauchter Abend für ihr Team, denn die deutsche Mannschaft gewinnt am Ende mit 4:0 im letzten EM-Quali-Spiel gegen Österreich. Und natürlich geht der erste.